Halbfinale zu kommen, vielleicht weiter und dann auch gegen einen Gegner wie Herrn Madrid, wo ich auch ein Jahr aktiv als Trainer war. Und es werden ja auch immer große Bälle zwischen Real Madrid und München. Sicher morgen auch ein Spiel geben, das Millionen an den Fernsehschirmen verfolgen, mit Leidenschaft, mit Emotionen, mit Freude, vielleicht auch mit Trauer. Aber das sind die Spiele, wo man als Spieler für trainiert, für arbeitet, sich vorbereitet und natürlich auch als Trainer, das sind Höhepunkte, die viele, viele Trainer nie in ihrem Leben erreichen werden. Und deswegen weiß ich persönlich das natürlich noch nicht einzuschätzen. Ich bin eigentlich ein relativ sachlicher, nüchterner Mensch. Und ich muss sagen, ja, ich nehme das, die Begegnung so, wie sie ausgelobt ist, ohne große Emotionen, aber die Emotion, die Leidenschaft, die Freude, die kommt sicher auch morgen während des Spiels. Und ich denke, dass ja, so aus meiner Erfahrung her, wenn ich so beide Mannschaften sehe, das ist sicher ein Genuss für den Fußballkonsumenten, weil auf beiden Seiten stehen Weltklasse-Spieler, beide Teams spielen einen gepflegten, attraktiven Fußball und ja, sicher eine Begegnung, die völlig offen ist. Weil für mich geht es gar nicht so heute Morgen. Obwohl ich da noch. Es wundert mich, in der Person gibt es ja die bemerkenswerte Statistik, dass Sie immer, wenn Sie in der Champions League angetreten sind als Trainer, erreicht haben. Was sagt das über Ihre Arbeit aus? Ist Erfolg in der Champions League planbar oder arbeiten Sie in der Champions League vielleicht besonders konzentriert? Was sagt uns die Statistik über Sie? Nein, wenn ich besonders konzentriert arbeiten würde, dann wäre man sicher jetzt noch nicht Meister. Also ist das mein immer beibehalten und über den Fußball. Ich mache, wenn ich einen Job mache, dann